Hallihallo Freunde, jetzt hört ihr das erste Mal von mir auf meiner Reise nach Kroatien. Geplant sind 3 Wochen nach Kroatien zu fahren. Ich bin gerade in Winsbach, nennt sich das hier. Hier habe ich auch einen Abonnenten getroffen. Richtig geil, irgendwie auch mal ganz cool zu sehen, so die Leute dann. Wir haben viel geschnackt, er hat auch einen Multivan. Und er hat mir so ein bisschen die Gegend gezeigt, das zeige ich euch gleich auch nochmal. Und ja, ich hoffe, für euch ist die Zeit auch geil. Ich hoffe für mich auch, weil ich bin ganz alleine unterwegs. Aber ich habe ja euch dabei und ja, jetzt fahre ich weiter. Ich fahre jetzt 2 Tage hin sozusagen. Also gestern bin ich jetzt 8 Stunden gefahren, 700 Kilometer ungefähr. Und ja, auf der Autobahn habe ich auch Abonnenten getroffen anscheinend. Also ich habe es jetzt heute in den Kommentaren gelesen, dass die mir auch gewunken haben und Warnblinker angemacht haben. Also das habe ich auch gesehen. Irgendwie voll geil so. Und ja, jetzt wollen wir mal weiter auf nach Kroatien und dann sehen wir uns wahrscheinlich erst in Kroatien oder mal gucken, wo die nächsten Aufnahmen kommen. Auf jeden Fall jetzt erstmal viel Spaß, weil hier war es nämlich auch super schön. Also glaubt man nicht, dass ich nicht gerne mal ein paar Drohnenshots bei den Kasseler Bergen gemacht hätte oder so. Aber es hat wirklich die ganze Zeit geregnet, als ich gefahren bin. Also das tut mir leid, aber ihr werdet in Kroatien hoffentlich noch genug zu sehen bekommen. So, ich bin jetzt an so einer Raststätte angekommen. Und weil da war nämlich ein Schild, erstmal wegen den Vignetten. Und ich habe mir jetzt eine für Österreich und Slowenien direkt gekauft. Für 10 und 7 Tage. Das hat jetzt 23,80 € gekostet. Auf dem Rückweg muss ich das gleich nochmal machen. Und genau, weil ich ja durch Österreich und durch Slowenien durch will. Ja, so, das bringe ich jetzt mal an meiner Scheibe an und dann geht's weiter. Österreich angekommen und ja, die Spannung steigt irgendwie. Es sind nur noch 370 Kilometer bis zu meinem Ziel und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bin natürlich aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, so ganz alleine, aber dazu sage ich bestimmt auch noch mal ein paar Worte in den nächsten Vlogs oder auch jetzt heute noch oder so und dann schauen wir mal, was wir heute noch so sehen. So, Freunde der Sonne, jetzt bin ich in Kroatien angekommen und ja, es war irgendwie noch eine lange Reise. Wir sind ungefähr noch 10 Stunden gefahren. Also ich sage jetzt wir, weil ich habe in Salzburg 2 Franzosen aufgesammelt. Das ist irgendwie ganz witzig. Dann bin ich nicht so alleine gefahren. Also 2,5 bis 3 Stunden sind wir bestimmt noch zusammen gefahren dann. Das sind die beiden Jungs hier. Jetzt machen wir gerade mal ein bisschen was zu essen. Die kochen, ich darf mich mal ein bisschen ausruhen. Und ich habe auch, glaube ich, nicht viel aufgenommen, weil es halt schwierig ist, wenn ich immer fahre und so. Aber ihr werdet hier auf jeden Fall einiges zu sehen bekommen. Jetzt bin ich da. Mal schauen, wo ich penne. Die beiden Jungs, die trampen halt. Die wollen noch Montenegro. Und ja, mal gucken, ob die auch weiterkommen. Und die schlafen dann irgendwo im Zelt. Ich schlafe dann irgendwo im Bus. Jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen und dann gibt es vielleicht nochmal ein paar Bilder von oben. Freunde,
Also, ich war jetzt gestern auf einem Rastplatz, hab mir einen Rastplatz gesucht und hab da gepennt, weil mich das irgendwie ein bisschen, das fand ich irgendwie ein bisschen sicherer als hier jetzt auf dem Parkplatz. Jetzt bin ich genau hier, wo ich die Jungs gestern auch abgelassen habe. Also, mal gucken, ob ich die heute noch wiederfinde. Der hat mir schon mal Facebook geschrieben, finde ich ganz geil. Und ja, jetzt gibt's gleich erstmal eine kleine Dusche aus meiner Solardusche und dann werde ich mal ein bisschen was zu essen machen und so. Aber ich denke, wenn ihr mehr sehen wollt, dann guckt ihr in die nächsten Vlogs, weil das wird jetzt das Ende sein. Und wenn es euch gefallen hat, auch wenn es nicht viel war, gerne einen Daumen nach oben. Ich wollte einfach mal so ein bisschen die Hinreise und auch so, wie es mir ergangen ist. Also gestern ging es mir noch richtig schlecht, muss ich ehrlich sagen. So körperlich halt ein bisschen irgendwie. Und ich bin 10 Stunden noch gefahren und so. Und ja, aber jetzt ist wieder alles bestens. Ich habe gut geschlafen irgendwie. Ein paar Mal aufgewacht auf der Raststätte natürlich, weil da Autos kamen. Aber ansonsten ging es gut. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf die Vlogs und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein.